Artifact Studio, Dear Villagers, Claire de Lune, Le Productions, Terrarani, CNC, Creative Europe Media. Junge, waren das viele. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Let's Play auf meinem Kanal. Der Titel lautet The Dungeon of Nahoelbeug. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe keine Ahnung. The Amulet of Chaos. Und damit auch nochmal via Facecam, hallo. Ich hoffe, oder ich habe sehr viel Gutes über das Spiel gehört. Es soll sehr lustig sein, es soll ein bisschen die RPGs auf die Schippe nehmen. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Wir starten ein neues Spiel. Oh, Schwierigkeitsgrad. Tavernenspaziergang. Nee, epische Geste. Eine epische Geste, bei der die Schwierigkeit mehr wie schwierig ist. Jeder Schritt im Kerker wird ein Sieg sein. Empfohlen für regelmäßig taktische Rollenspieler, die eine hohe Herausforderung suchen oder das Spiel bereits ein erstes Mal abgeschlossen haben. Jetzt plötzlich die Musik einfach weg. Jetzt kommt sie wieder. Gegner haben mehr Gesundheit, richten mehr Schaden an und sind etwas präziser. Helden haben zu Beginn des Spiels nur begrenzte Ressourcen, Gold, Tränke, Bandagen. Einige zusätzliche Feinde sind in den Kämpfen vorhanden. Erweiterte Option. Tutorials, ja. Automatische Zuordnung will ich sowieso nicht. Iron Man. Wenn die gesamte Gruppe stirbt, ist das Spiel beendet und die Speicherung wird gelöst. Nein, danke. Erzähler, Erzählerin. Ich glaube, ich nehme einen Erzähler. Und dann Xorgs Albtraum. Eine albtraumhafte und legendäre Erfahrung für Spieler, die an taktische Rollenspiele sehr gewöhnt sind und die das Spiel sehr gut kennen und das Unmögliche erreichen wollen. Empfohlen für Verrückte, Masochisten und Spieler, die eine außergewöhnliche Herausforderung suchen, bei der jeder Fehler tödlich sein wird. So krass viel spiele ich taktische Rollenspiele jetzt auch nicht. Ich glaube, ich nehme die drittschwerste. Wann kann man den Iron Man einschalten? Wahrscheinlich erst, wenn man es einmal durchgespielt hat. Also, wir nehmen die epische Geste. Spielen. Erzähler. Ja. Profil 1. Kann ich das hier umbenennen? Ah. Wir spielen es übrigens auf dem PC. Es gibt es, glaube ich, nur für den PC. Okay. Spielen. Da Elagor spielen und wir springen rein ins Intro. Also, jeden Moment springen wir ins Intro. Jetzt gleich geht's los. Versprochen. Hier nicht vorbei. Das ist für die Linie. Das tut man nicht. Erstes Kapitel. Déjà-vu. Eine Gruppe kommt voran. Ein Ranger mit einem stahlharten Blick. Ein brutaler Barbar. Ein rücksichtsloser Ogre. Eine Zauberin mit feuerrotem Haar. Ein hinterlistiger Dieb. Ein Zwerg. Naja, einfach ein Zwerg. Gemeinsam haben sie gerade den schrecklichen Kerker von Nahoelbeug betreten. Ah, jetzt weiß ich auch, wie es ausgesprochen wird. Nahoelbeug. Dieser Kerker sieht nach nichts Besonderem aus. Ich weiß nicht, was wir drinnen finden werden, aber es stinkt wie die Pest. Das ist doch leicht zu erklären. Der Ogre hat mal eben 2 Meter von der Tür entfernt geschissen. Ich habe gerade ein seltsames Déjà-vu. Wegen der Ogre-Kacke? Warst du schon mal hier? Falls ja, sollte ich es eigentlich wissen. Wahrscheinlich nicht. Niemand hat diesen Ort je betreten. Übrigens, welche Quest verfolgen wir eigentlich? Wir müssen die 12. Statuette von Gladelführer finden. Eine Statuette? Auf den Schrifttafeln von Skellos steht geschrieben, dass nur ein einbeiniger Gnom aus den nördlichen Wäldern, der im Mondschein im Zentrum von 12 in Schinken eingewickelten Statuetten... Akala, Schinken, lecker, lecker. Wie gesagt, ein Gnom in der Mitte von den Schinken eingewickelten Statuetten wird die Tore von Saralbak öffnen und die Prophezeiung erfüllen. Aber was ist das für eine seltsame Prophezeiung? Keine Ahnung, uns interessieren nur die Schätze, deshalb sind wir hier reingegangen. Ja, ich habe sogar vorher angeklopft. Und ich habe dich als Schwachkopf bezeichnet. Okay, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Wir konzentrieren uns auf die Statuette. Wissen wir, wo sie sich befinden könnte? Wie jede Statuette befindet sie sich in einer Schatzkammer und wird von einem mächtigen Hexer bewacht. Kampf! Vielleicht sind seine Kräfte noch größer als meine.
Mag den Humor jetzt schon. Was gibt's sonst noch für Monster hier? Laut der zufälligen Begegnungstabelle könnte es in diesem Kerker folgende Monster geben. Verschiedene Untote, Riesenspinnen, Orks und Goblins. Ich hasse Goblins. Höhlentrolle, Hexer, verfluchte Ritter, Mutantenratten, eine Flasche Öl, Toilettenpapier, zwei Schwämme und, Ravioli. Ich glaube, du liest gerade deine Einkaufsliste vor. Wie, keine Drachen? Nee, die sind deutlich über unserer Stufe. Na gut, gehen wir weiter. Um die Gruppe fortzubewegen, kannst du einfach irgendwo auf den Boden klicken mit linker Maustaste. Du kannst auch linke Maustaste benutzen, um die Gruppe fortzubewegen. Du kannst einen anderen Anführer auswählen, indem du auf den Charakter deiner Wahl klickst. Ah, wahrscheinlich nicht draufklicken, sondern ich kann entweder klicken. Oder ich bleibe auf der linken Maustaste drauf. Okay. Oben rechts wird nichts Wichtiges eingeblendet, dann mache ich euch da die Cam erstmal hin. Beziehungsweise vielleicht kann ich auch die... Nö, ich lasse die Cam mal so. Zum Drehen kann ich Q und E verwenden. Okay. Und reinzoomen kann ich mit dem Mausrad. Okay. Dann klicken wir uns mal durch. Halt! Wir haben eine Gabelung erreicht und müssen aus drei Möglichkeiten wählen. Alle Türen sind geschlossen und durch ein seltsames leuchtendes Siegel blockiert. Komisch, aber ich habe immer noch dieses Déjà-vu-Gefühl. Oh, es glänzt so schön. Wahrscheinlich eine Art magisches Schloss, das wir öffnen müssen. Wir lassen uns doch nicht von dieser verfluchten Tür verarschen. Mein Vetter Krimli sagt immer, wenn es Magie ist, schlag noch härter zu. Nein, warte. Nice. Au, mein Kopf, du verdammter Idiot. Wo sind sie? Mist. Hey! Zwerg? Elf! Verdammt! Alle haben sich verlaufen, außer mir. Hey, was war das für ein Geräusch? Du kennst jetzt die Grundlagen und kannst nun den Kerker von Nahol. Beug. Ich hab's schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. I'm sorry. Nahol Beug? Beck? Buck? Buck, glaube ich. Ich glaube, es war Buck. Wir werden es bestimmt nochmal hören. Okay. Dann hier links haben wir irgendwas gehört. Oh, danke fürs Kameradrehen. Oha, ein Ork. Und ich bin Mutterseelen allein. Verdammter Mist! Eine perfekte Gelegenheit, um das Thema Kampf zu erläutern. Eine wichtige Komponente, wenn man Abenteuer in geheimnisvollen Kerkern bestreitet. Tür öffnen muss da rein. Schlechten Schimpansen gegessen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Verschwinde, du Fiesling! Hört sich nach der Elfe an. Bleib cool. Er ist alleine, das sollte kein Problem sein. Und er muss aufs Klo. Aktionspunkte. Jeder Charakter hat zwei Aktionspunkte. Er kann eine Aktion und eine Bewegung pro Runde ausführen. Indem er seine beiden Aktionspunkte verbraucht, kann er anstelle einer Aktion auch eine größere Bewegung ausführen. Dies ist der Sprint. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Du kannst dich also bewegen und dann angreifen oder umgekehrt. Sei vorsichtig, denn einige Aktionen können den Zug beenden, selbst wenn du noch zwei Aktionspunkte übrig hast. Okay. Dieser Ork sieht sehr beschäftigt aus. Bewege den Ranger auf eins der drei Felder hinter ihm. Aha, okay. Wir haben hier also immer so kleine Felder. Ja, das heißt direkt hinter ihm. Wie du bei diesem Ork sehen kannst, ist die Richtung, in der die Charakter befinden, wichtig. Ich probier's einfach nochmal komplett von vorne. Wie du bei diesem Ork sehen kannst, ist die Richtung, in der sich die Charaktere befinden, wichtig. Ein Rückenangriff oder von der Seite verbessert die Präzision und fügt mehr Schaden zu. Orientiere dich in die Richtung des Orks, um einen Rückenangriff auszuführen. Dann, ja, ich würde gerne da hingehen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich kann mich hier nicht nur drauf bewegen, sondern ich kann auch mich da hinstellen und die Blickrichtung einstellen. Das heißt, ich möchte natürlich so hingehen. Jetzt ist die Zeit anzugreifen. Wähle den Nahkampfangriff in der Aktionsleiste aus. Dann haben wir hier unten. Nahkampfangriff fügt einem nahestehenden Feind Schaden zu. Dieser Angriff erhält einen leichten Präzisionsbonus. Streiche über den Ork. Hier findest du eine Zusammenfassung der Leiden und Zustände samt ihrer Dauer, die die Charaktere trifft, je nach Anzahl der Runden. In diesem Feld siehst du auch ihren Ausweichwert in Prozent. Ah, rechts haben wir das quasi, also die meinen das hier drüben.
Ihren Schutzwert, das ist dann die Rüstung, wird hier noch Protection, wahrscheinlich fehlt da noch die Übersetzung. Ihre Stufe, Level 1 und welche geschätzte Gefahr sie darstellen. Pfeil nach unten bedeutet, dass der Ork 2 Runden lang unter einer charakteristischen Strafe leidet. Okay. Hier findest du die Details deiner Präzision. Das ist sehr wichtig. Basis, Platzierung und Total. Wie du sehen kannst, hast du einen Bonus Platzierung dank deiner Position hinter dem Rücken des Feindes. Sollte dein Angriff erfolgreich sein, kann dein Gegner deinem Schlag doch noch ausweichen oder ihn abwehren. Nur eine gute Präzision ist leider nicht ausreichend. Alles klar? Okay, dann nochmal hier zack und dann den Ork angreifen. Au! Okay. Der Ork ist in einem schlechten Zustand. Verwende I oder mittlere Maustaste auf ihn, um diese Details zu sehen. Zustände at Leiden. Malus minus 1 Bewegung. Deswegen ist er jetzt geschwächt und hat minus 5 Präzision. Okay, okay, okay. Ah, links steht jetzt auch dran. Schwächern. Der Ork ist geschwächt. Dies bedeutet, dass er jetzt, da er beschädigt ist, weniger effektiv ist. Seine Präzision, sein physischer Widerstand und seine Magieresistenz wird abgebaut. Es gibt 3 Schwächungsstufen, die von der Gesundheit des Charakters abhängig sind. Wenn die Lebensleiste des Charakters seine Farbe ändert, heißt es, dass er geschwächt ist. Ah, okay. In diesem Abschnitt kannst du auch die Details der Leiden anzeigen, unter denen der Charakter leidet. Hier ist es eine Strafe von minus 1 für die Bewegung, für eine Dauer von 2 Runden. Hier steht 2L, wo sehe ich das hier rechts? Hier steht 2T für 2 Turns wahrscheinlich. Also da fehlt einfach wahrscheinlich noch die Übersetzung, vermute ich mal. Töte jetzt den Ork. Kann ich so schräg laufen? Ich habe doch 3 Bewegungen, oder? Geht das nicht? Nee, ich muss ihn jetzt einfach töten, okay. Oh! Der erste Sieg! Am Ende eines Kampfes erhalten alle Charaktere Erfahrung. Sie verdienen einen festen Anteil für die Teilnahme am Kampf und einen variablen Betrag, der von ihren Aktionen oder ihrem Glück abhängt. Ein Charakter, der während eines Kampfes bewusstlos wird, wird etwas weniger an Erfahrung gewinnen. Der Ranger hat Lebenspunkte verloren. Heile ihn mit einem Trank oder benutze die Aktion Heile die Gruppe. Die Gesundheit regeneriert sich zwischen den Kämpfen nicht. Daher muss darauf geachtet werden, dass man sich um die Verwundeten nach dem Kampf kümmert. Die Gruppe heilen. Okay, ich bin ja eh alleine. Ja, der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Igitt. Perfekt. Jetzt kannst du auf Weiterklicken, um zu sehen, was als nächstes kommt. Ich klicke halt auf Zurück, dann weil mehr kann. Hier gibt's gerade kein Weiter. Hurra! Du hast mich gerettet. Naja, sie sind weg. Waren es mehrere? So viele, dass ich sie nicht mal zählen konnte. Aber ich habe einen getötet, die anderen sind alle geflohen. Bist du okay? Es war schrecklich. Ich war in dieser ekligen Toilette. Aber wo sind die anderen? Was geschieht hier? Daran ist dieser idiotische Zwerg schuld. Er muss eine magische Falle ausgelöst haben. Die Gruppe wurde über das gesamte Stockwerk verteilt. Wir müssen sie wiederfinden. Und wie wär's, wenn wir alle außer dem Zwerg finden? Nein, wir brauchen seine Axt, falls es noch mehr Orks gibt. Wie meinst du, sie könnten zu viel sein, selbst für dich? Ja, das ist, selbst die größten Helden haben ihre Grenzen. Egal, wir sollten hier nicht länger bleiben. Die Sprachausgabe macht bisher auch schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Okay. Habe ich auch sowas wie eine Map? Jetzt zumindest noch nicht. Ich kann hier noch... Quests, Inventar, Fähigkeiten, Menüs. Ja, dann laufe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Komme ich nicht durch. Muss dran denken, dass ich mit Q und E die Ansicht ein bisschen ändern kann. Okay, dann laufe ich jetzt einfach mal hier weiter. Komm, kann ich hier nicht reingehen? Ja. Die Toilette. Mh. Ah. Goldmünzen und eine Innsmouth-Reisebroschüre. Diese Broschüre lobt die Vorzüge eines kleinen Küstenorts des charmanten Innsmouth. Es scheint der ideale Ort zu sein, um zahlreiche Fischarten zu beobachten und tauchen zu gehen. Wow. Kann ich mir irgendwie... Muss mal irgendwie gucken, ob ich mir später Dinge, die ich durchsuchen kann, anzeigen lassen kann mit einem Tastendruck.
Wäre auf jeden Fall mal hilfreich. Okay. Zum Beispiel hier die Türe. Aha, wenn ich auf Tab drauf bleibe. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, da ist der Dieb. Juhu! Und außerdem ist's nicht der Zwerg. Ruhe, sonst werden wir noch entdeckt. In diesem Raum sind Orks und sie haben Pfeile und Bögen. Wir brauchen einen Plan. Okay, ich habe einen Plan. Ihr greift sie an, während ich Wache halte. Für den Fall, dass uns jemand in den Rücken fällt. Das ist so ein Arsch. Das hört sich so an, als wollte sich ein Feigling vor einem Kampf drücken. Auf keinen Fall. Das ist ein sehr rationales Verhalten. Ich habe auch einen Bogen. Ich kann Pfeile verschießen. Wow. Noch ein guter Grund, in Deckung zu gehen. Hinter einem Hindernis wird man nicht so leicht getroffen. Auch nicht durch Freundesbeschuss. Tja, wenn wir weiter wollen, haben wir keine andere Wahl. Wir müssen diese Orks loswerden. Wie viele sind es? Im Moment sehe ich nur einen. Aber die anderen müssen in der Nähe sein. Verstehe, eine Gruppe besteht aus einem. Ich hasse Leute, die aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Wenn du alleine kämpfst, ist ein direkter Angriff in Ordnung. Aber in einer Gruppe muss ein Kampf geplant werden. Eine sorgfältige Positionierung kann dich vor krachenden Niederlagen bewahren. In der Vorbereitungsphase werden die Charaktere zu Beginn des Kampfes platziert. Sie können ihre Zeichen in dem abgegrenzten Bereich platzieren. Die Fortbewegung während der Vorbereitungsphase verbraucht keine Aktionspunkte, sodass sie sich Zeit nehmen können, um ihre Strategie zu entwickeln. Wir werden dich immer noch beim ersten Mal führen. Wähle die Elfen, die im Freien ist. Okay. Stelle sie in Deckung auf das hervorgehobene Feld, um sie zu beschützen. Die Vollabdeckungen beschützen vor Schüssen. Ah, also die Kiste hier quasi. Sie geben aber eine Strafe von 50% auf die Präzision des Angreifers. Okay, dann gehen wir dahin. Ich würde mal sagen, in die Richtung gucken, oder? Wähle jetzt den Ranger. Stelle ihn in Deckung. Bei einer Halbdeckung, deswegen hier auch so halb hoch, ist er nicht vollständig vor Schüssen geschützt. Aber der Angreifer erleidet eine Strafe von 20% auf seine Präzision, um dich anzugreifen. Zack. Diese Blickrichtung. Wähle jetzt den Dieb. Stelle ihn auf das hervorgehobene Feld, damit er vor Feuer geschützt ist und sich an diesen Ork heranschleichen kann. Ah, hier. Können wir so einen hinstellen. Dies ist die Reihenfolge, in der die Charaktere handeln. Die Initiative klassifiziert die Charaktere nach ihrem Mut. Also Blitz. Bei gleichem Mut ist es die Geschicklichkeit, die vorherrscht und dann die Stufe des Charakters. Wenn alles gleich ist, entscheidet der Zufall. Also erst Mut, dann Geschicklichkeit und wenn das beides gleich ist, dann einfach zufällig. Drücke auf Kampf, um den Kampf zu starten, sobald du bereit bist. Let's go! Fängt zuerst der Ork an. Der Ork ist in Wachsamkeitsmodus gegangen. Er überwacht die Zone und greift jeden Feind, der sie betritt, an. Da es sich vor dem Auslösen seiner Wachsamkeit nicht bewegte, profitiert er von zwei Wachsamkeitsschüssen. Wenn er sich bewegt hätte, würde er nur einen Schuss bekommen. Alles klar? Der Ranger könnte vorwärts gehen, aber er würde einen Wachsamkeitsschuss vom Ork erhalten. Zu gefährlich. Es ist Zeit, über die Funktion Zug verzögern zu sprechen. Wenn ein Charakter keinen Aktionspunkt benutzt hat, kann er seinen Zug verzögern, um am Ende der Runde zu spielen. Aber in der nächsten Runde ist alles wieder normal. Dies ist eine nützliche Funktion, wenn du einen anderen Charakter, Freund oder Feind, vor dir handeln lassen möchtest. Jetzt verzögere den Zug des Rangers. Ranger... So, ah, hier unten rechts habe ich es. Deinen Zug verzögern, alles klar. Der Dieb ist nicht der stärkste oder der mutigste Kämpfer, aber er hat ein großes Potenzial für Schaden und Störung des Feindes. Wir müssen die Wachsamkeit dieses Orks loswerden. Streich über ihn, um die Wachsamkeitszone auf dem Boden zu sehen. Dies ist die Wachsamkeitszone, die der Feind beobachtet. Wenn er einen der Charakter dieser Zone betritt, wird er einem Wachsamkeitsschuss ausgesetzt. Ein Charakter, der in den Wachsamkeitsmodus wechselt, ohne sich zuvor bewegt zu haben, kann bis zu zweimal schießen. Wenn der wachsame Charakter Schaden nimmt oder ein Feind neben ihm steht, wird seine Wachsamkeit deaktiviert. Dieser Ork muss sich fühlen, was er vorgezogen hat, bla bla bla, okay. Während der Fortbewegung kannst du die Wegpunkte legen, indem du Steuerung drückst und dann auf linke Maustaste klickst. Dadurch kannst du einen Pfad erstellen, den der Charakter anstelle des anderen Weges benutzen kann. Ohne die Bewegungszone orangefarbig wird, wirst du Sprint benutzen. Damit kann man sich weiter bewegen, aber man verbraucht beide Aktionspunkte und beenden deinen Zug. Nähere den Dieb, indem du Wegpunkte auf die markierten Felder setzt und somit das
und somit kannst du die Wachsamkeit des Orks deaktivieren. Um alle aktiven Wachsamkeitszonen anzuzeigen, kannst du auch Alt verwenden. Also wenn ich Alt drücke, dann sehe ich das. Okay, so ist natürlich perfekt. Das heißt, ich mache jetzt hier zack, 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 zack. Die Elfin ist eine ehemalige regionale Ponyfrisur-Wettbewerbssiegerin in der Kategorie Zöpfe. Sie ist auch der Charakter, welcher am wenigsten schlecht im Bogenschießen ist. Sie hat auch einige sehr nützliche Unterstützungsfähigkeiten. Streiche über das hervorgehobene Feld. Dies führt dazu, dass Zielbögen auf Ziele erscheinen, die die Elfin treffen kann. Dieses Feld. Dank der Zielbögen kannst du eine Vorschau der Ziele anzeigen, die du erreichen kannst, indem du über ein Feld streichst. Die Farbe der Bögen hängt von deiner Präzision ab. Generell können Bogenschützen nicht schießen, wenn ein Feind sich im Nahkampf befindet. Es sei denn, er ist umgefallen, betäubt oder gefroren. Platziere die Elfin auf das hervorgehobene Feld, um auf den Ork schießen zu können. Also hier. Zack. Wähle zuerst den Standard-Fernkampfangriff, danach streiche über den Ork, um auf das Schießen vorzubereiten. Also, zack, zack. Wenn ein Charakter, Freund oder Feind, neben deinem Ziel und in deiner Sichtlinie befindet, wird er in Orange vorgehoben, da ein Angriff ihn möglicherweise ungewollt trifft. Der Prozentsatz, dass dies geschehen wird, beträgt 10% von deiner Präzision. Es ist in Rouge in den Details deiner Präzision vermerkt. Wahrscheinlich rot. Ja, man sieht es hier. Ah, da oben sieht man es. 7%, hier oben steht es dran. 7% Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn treffe. Jetzt den Ork angreifen mit einem Fernangriff. Okay. Dann schieße ich auf ihn. Zack. Nachdem die Wachsamkeit des Orks deaktiviert wurde, kannst du nun den Ranger fortbewegen auf das hervorgehobene Feld. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt reden wir über die Unterstützung. Es ist eine sehr wichtige Mechanik. Wenn sich ein Verbündeter in der Richtung deines Ziels befindet, so wie der Dieb in dieser Situation, wird er dich unterstützen. Die Unterstützung bietet normalerweise plus 5% auf die Präzision. Mehrere Unterstützungen können gestapelt werden, funktionieren jedoch nur bei Nahkampfangriffen. Alles klar? Ein Charakter mit einem guten Stand in Charisma erhält einen Bonus in Präzision, erhöht durch jede Hilfe, die er bekommen hat. Das ist der Fall beim Ranger, der dank seines Charismas seine Präzision 9% anstatt 5% erhöht. Nun ja, unterstützen ist aber keine Aktion. Ein Charakter kann daher einen Angriff unterstützen, selbst wenn er in dieser Runde bereits gekämpft hat. Denke daran, wenn du deine Charaktere orientierst. Alles klar. Das war's zur Unterstützung. Du kannst den Ork angreifen mit Hilfe des Diebes. Dann nochmal zack, zack. Aha. Gelegenheitsangriffe. Schlechte Wahl. Der Ork erlitt 2 Gelegenheitsangriffe, um zu fliehen. Jeder Charakter kontrolliert die 3 Felder vor ihm. Wenn ein Feind in diese Zone verlässt, wird er einen Gelegenheitsangriff erleiden. Es ist ein Angriff, der etwas weniger Schaden verursacht als ein normaler Angriff, aber man kann ihm nicht ausweichen oder parieren. Er kann jedoch verfehlen. Achte bei der Planung deiner Platzierung gut auf die Gelegenheitsangriffe. Autsch! Beende den Kampf, um weiterzumachen. Der Ranger ist nun dran. Da kann ich ja direkt so jetzt hin. Zack, zack. Und tschüss. Ausgewichen. Dann macht's halt der Dieb. Sehr schön. Yeah, Sieg. Bis jetzt finde ich sehr cool. Vor allem erinnert es mich halt sehr krass an analoge Spiele. Gerade wie Gloomhaven. Das bei mir hier oben steht. Man zieht es ganz leicht. Das ist eins der besten analoge Spiele überhaupt. Und das ist von der Mechanik bisher sehr ähnlich. Primitiver Bogen. Nehme ich doch mit. Alles nehmen. Kann den Ranger jetzt quasi separat heilen. Aber das mache ich jetzt noch nicht.
Okay. Juhu, wir haben gewonnen. Ja, dank meiner perfekten Planung gehen wir weiter. Die anderen können nicht weit sein. Dann gucken wir mal. Liegt hier... Aha. Schinken 6 Monate reif. Ganz wichtig, dass der Schinken erst 6 Monate oder schon 6 Monate reif ist. Brauchen wir ja für den Gnom, wenn wir uns erinnern. Unverwelkte Brokkoli. Nehmen wir alles mit. Okay, da oben ist eine Tür. Haben wir hier noch was? Ja. Komme ich da ran? Gar nicht. Schade. Notwendige Zauber für Anfänger. Dieses Buch ist Teil der Sammlung für die notwendigen Zauber für Anfänger. Es ist mit fettigen Flecken bedeckt und ein leichter Geruch von Beeren mit Bier geht aus. Okay. Schutz. Studienarmschutz für erste Arkane. Sieht mir alles aus für die Magierin. Haben wir hier sonst noch irgendwo was? Nochmal. Oh, Heiltränke. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und ein verbesserter Verband, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Oh, hier haben wir irgendeinen Schalter. Ah! So was wollte ich doch. Ich würde gerne noch weiter rauszoomen. Oder hätte zumindest irgendwie eine Minimap gerne. Das wäre ganz cool. Aber vielleicht kommt es ja noch. Oh. Ring der geringen Intelligenz. Wir haben immer den Eindruck, genug Intelligenz zu haben. Denn damit beurteilen wir uns. Mit diesem Ring werden sie intelligenter oder weniger dumm. Es kommt darauf an. Mana-Trank, Prügel des Kerkers, Pack. Der Trank der Magiern, duftende Armbänder. Alles nehmen. Wir werden gleich mal ins Inventar schauen. Habe ich doch hier oben irgendwo. Ach, darf ich noch gar nicht aufrufen. Okay. Dann gehen wir mal noch so weiter. Dann würde ich sagen, ab durch die Tür hier. Guten Tag, ist hier jemand? Hallo? Ah, endlich. Da seid ihr ja. Ja, wir mussten Horden von Orks abwehren, um hierher zu gelangen. Blutrünstige und schlaue Orks, wie ich hinzufügen möchte. Und du kannst dir den Gestank in den Toiletten nicht vorstellen? Wie bitte? Du darfst heute bei drum, Kellerkack. Er sagt, er ist eingeschlossen und kann dieses Tor nicht öffnen. Sieht wie eine Art Vorratskammer aus, aber sie ist leer. Akala, lecker, lecker, Nabucco. Er sagt, ich mag den Ober jetzt schon. Wie geht's? Verstehe, hier muss es irgendeinen Mechanismus geben. Die Hebel sind manchmal weit von dem Mechanismus entfernt, den sie aktivieren. Durchsuche den Raum, um den Hebel zu finden, der den Ogre befreit. Mit Tab kannst du die interaktiven Objekte in deiner Umgebung anzeigen. Das habe ich schon rausgefunden. Okay. Durchsuchen. Igitt, Arm eines Goblins, Mini-Ständer für Bratwürste. Sieht beides genau gleich aus. Ich nehme alles mit. Hier hätten wir schon mal einen Hebel. Hier, es öffnet sich. Dunkler Freundo, juhu. Ich freue mich auch, Alter. Ich hatte erwartet, dass er die Gitterstäbe verbiegt. Er hatte allein zu viel Angst. Ogre sind sehr sensibel. All die lästigen Gegenstände, die die Gruppe findet, landen normalerweise im Beutel des Ogers, da er außergewöhnlich stark ist. Da es ziemlich unpraktisch ist, darin herumzuwühlen, haben wir uns eine Oberfläche für dich ausgedacht. Jetzt öffne das Inventar, um zu sehen, was sich in der Tasche des Ogers befindet. Seht ihr jetzt hier nicht, das ist jetzt hier unten. Hier zeige ich es euch, hier oben rechts. Da habe ich quasi das Inventar, wahrscheinlich aber auch auf I. Aber jetzt klicke ich mal da drauf. Na, so. Mach mal... Wobei, doch, ich mach mal kurz die Cam aus. So, der Ogre trägt das gesamte Inventar rechts, aber jeder Charakter hat seine eigene Ausrüstung links. Das Inventar hat eine Gewichtsbeschränkung. Du kannst nicht alles tragen, was du willst. Schau, du hast im letzten Kampf einen Bogen gefunden. Streiche darüber, um seine Charakteristik anzuzeigen. Du kannst die Charakteristik der Waffe im hervorgehobenen Bereich sehen. Jede Waffe hat 4 Eigenschaften, gemeinsam, selbst wenn sie auch zusätzliche magische Eigenschaften haben können. Schaden. Die Schadensreichweite der Waffe, minimal und maximal. Die meisten Fähigkeiten basieren auf dem
Schaden der ausgerüsteten Waffe. Präzision. Die Präzision, die die Waffe deinem Charakter verleiht. Sie fügt sich auch der natürlichen Präzision und der passiven Fähigkeiten und Gegenstände hinzu. Chance auf kritischen Treffer. Die prozentuale Chance, mit dieser Waffe einen kritischen Treffer zu erzielen, kann mit Gegenständen oder passiven Fähigkeiten erhöht werden. Kritischer Schaden. Dies ist ein kritischer Multiplikator. Bei einem kritischen Treffer wird dein Schaden mit dieser Zahl multipliziert. Haupt- und Sekundärwaffe. Jeder Charakter kann mit einer Haupt- und einer Sekundärwaffe ausgerüstet werden, mit Ausnahme des Ogers und der Magierin, die nur über eine Waffenstelle verfügen. Der Ranger kann einen Bogen als Sekundärwaffe benutzen. Rüste den Bogen aus, den du gerade gefunden hast, mit rechter Maustaste ausrüsten oder du ziehst ihn direkt in den sekundären Waffenschlitz mit links. Ich ziehe ihn direkt rüber, zack. Du kannst zwischen den Charakteren navigieren, indem du ihre Porträts auswählst. Schau, das Porträt des Ogers ist rot. Dies bedeutet, dass er eine Verletzung erlitten hat. Wähle ihn aus. Ein Charakter verletzt sich, wenn er im Kampf bewusstlos wird oder zu viel Schaden bei der Erkundung durch eine Falle erleidet. Streiche über die Wunde des Ogers, um weitere Informationen zu erhalten. Die Verletzungen sind permanente charakteristische Strafen. Sie können mit besonderen gebrauchbaren Gegenständen, Verbände oder Erste-Hilfe-Kasten behandelt werden oder man kann sich auch in einer Taverne ausruhen. Solange die Wunde nicht behandelt wird, erleidest du die damit verbundene charakteristische Strafe. Wenn der verletzte Charakter im Kampf erneut fällt, kann sich die Wunde verschlimmern, die Stufe erhöhen und die Strafe wird steigen. Es gibt 3 Verletzungsstufen. Verwende einen Verband aus deinem Inventar, um die hässliche Wunde zu heilen. Um einen Verband zu verwenden, kannst du wie bei einem normalen Gegenstand linke Maustaste verwenden oder den Verband direkt mit auf die linke Maustaste auf die Wunde ziehen und dort anlegen. Mache ich das doch mal. Verband. Komm zurück ins Spiel mit der ESC-Taste, wenn du bereit bist. Alles klar. So, den Bogen würde ich jetzt gerne mal... Der macht 10 bis 17. Was macht ihr? 14 bis 20, okay, der ist besser. Ich würde jetzt hier mal Rüstungen. Duftende Armbänder. Die würde ich doch gleich mal an. Oh, man sieht die Ausrüstung sogar. Ring der geringen Intelligenz. Schnell Notizen zu machen? Den ziehe ich doch ihr mal an. Weil sie wird wahrscheinlich Intelligenz brauchen. Verbrauchbare Gegenstände. Kann ich das irgendwie... Ich lese es mal. Notwendige Zauber für Anfänger. Trunkenheitsauflösung der Gruppe. Alkoholmissbrauch verändert die Eigenschaften aller Helden. Die Trunkenheitsauflösung der Gruppe ermöglicht es, jedem in einer Gruppe von Abenteurern bei übermäßigem Alkoholkonsum sofort wieder zu sich zu kommen. Der Zauber beseitigt jedoch keine Kopfschmerzen, Übelkeit oder Magenverstimmung. Es darf trotzdem keine Gewohnheit werden. Funktioniert nicht bei Magie verursachter Trunkenheit. Aha, interessant. Was man damit auch immer machen kann. Wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Vielleicht einfach nur verkaufen. Okay, dann ab zurück ins Spiel. Ich habe in diesem Beutel Schreibmaterial gefunden. Damit sollte ich eine Karte vom Kerker zeichnen können. Die Zauberin hält die Karte auf dem neuesten Stand. Normalerweise empfiehlt es sich so zu tun, als würdest du den Weg kennen. Allerdings bin ich ja schon gewohnt, dass die meisten Spieler willkürlich darauf herumklicken. Die Magierin hält eine Karte des Kerkers und das Questlog. Öffne sie, um zu erfahren, worum es geht. Aber auch wieder hier oben. Oh, das ist aber eine schöne Zeichnung. Was stellt sie da? Das Questlog befindet sich im linken Bereich. Hier kannst du deine Ziele für die Hauptquest sowie Nebenquests anzeigen. Die Karte ist im rechten Bereich. Sie hilft dir dabei, dich im Kerker zurechtzufinden und aktualisiert deine Entdeckungen. Sehr schön. Hier sieht man auch schön, was schon geöffnet ist und was noch verschlossen ist. Wobei die Tür hier ja eigentlich verschlossen ist. Kerker. Aha. Okay. Gut. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Zurück. Ich höre etwas. Da kommt jemand. Sieh dir das mal an. Warum ich? Normalerweise sind eher Ranger die Kundschafter. Feigling! Das bin ich, Sir. Eine vollkommen ehrenwerte Lebensentscheidung. Oh oh. Zeit fürs Mittagessen, Leute. Los, Essenszeit. Eindringlinge! Geh es mir auch auf. Vielleicht sollte ich zurück zur Taverne, um Hilfe zu holen. Genug! Für Schwächlinge haben wir keinen Platz. Du wirst dich durchschlagen, wie alle anderen auch.
Da ein Teil der Gruppe jetzt zusammen ist, bekommen deine Charaktere ihre ersten Fähigkeiten freigesetzt, was sehr nützlich sein wird, um sich den Orks zu stellen. Starte mit der Taste Kampf. Der Ranger ist ein vielseitiger Charakter. Fernschießen, Unterstützung, Heilen. Er kann fast alles. Wählen Sie eine seiner taktischen Fähigkeiten aus, um mehr zu erfahren. Klicke ich da jetzt drauf? Okay. Angriff. Taktik Angriff. Erhöht die Präzision aller Verbündeten bis zum Ende des Kampfes. Es kann immer nur eine Taktik aktiv sein. Hier findest du nützliche Informationen zu deinen Fähigkeiten. Eine Fähigkeit verbraucht Ausdauer und hat Aufladezeit. Zu Beginn jeder Runde erhalten sie ein wenig Ausdauer. Wenn du die Ausdauerleiste überfliegst, wirst du den Aufladewert sehen. Okay. Auf Stufe 1 wendet der Ranger Taktik. Dies sind Fähigkeiten, die alle Verbündeten auf der Karte betreffen, unabhängig von ihrer Position. Einmal aktiviert, bleibt eine Taktik bis zum Ende des Kampfes oder bis zum Tod des Rangers aktiv. Es kann immer nur eine Taktik angewendet werden. Wenn sie eine andere starten, verschwindet der Effekt ihrer ersten. Der Angriff ist eine offensive Taktik und die Verteidigung ist eine defensive Taktik. Wähle und wende die Taktik an, die du für diesen Kampf willst. Wenn deine Präzision in dieser Farbe erscheint, bedeutet das, dass dies eine Fähigkeit ist, die nicht scheitern kann. Alles klar? Ja, ich will die hier. Ja? Zack. Jetzt. Jetzt bringe deinen Ranger auf das markierte Feld. Wir werden sehen, wie du die Kraft deiner Charaktere kombinieren kannst. Zack. Zack. Der Ogre. Er ist der schlagfreudigste aller deiner Charaktere. Er ist allerdings nicht präzise, also braucht er die Unterstützung der anderen Charaktere. Der Ogre hat die Fähigkeit Kadula Opok. In der Ogre-Sprache bedeutet es, das ist für die Anästhesie. Okay. Nähere dich diesem Ork, um sie benutzen zu können. Kadula Opok wird verwendet, um einen Gegner zurückzusetzen und das gleich zwei Felder. Da der Ranger auf dein Ziel gerichtet ist, wird der Ork zusätzlich auch einen Gelegenheitsangriff erleiden, sollte er abgewehrt sein. Greife den Ork an. Aha. Die Magician ist zerbrechlich. Also ich vermute mal, da sollte eigentlich stehen, die Magierin ist zerbrechlich, aber sie ist für die Spezialistin für Flächenangriffe. Ihre Studien ermöglichen es ihr, mächtige Zaubersprüche zu meistern, obwohl sie auch eine dauerhafte Veränderung in ihrer Stimme behielt, ist das Ergebnis eines Unfalls bei der Magie war. Die Übersetzung ist teilweise echt komisch. Sie meistert auch starke Nebeneffekte für ihre Angriffe, die ihre Ziele brennend oder gefroren hinterlassen kann. Eine Bogenschützin ist mit dabei. Beginnen wir damit, in Deckung zu gehen. Zack, zack. Auf Stufe 1 stehen der Magierin zwei Zauber zur Verfügung. Eine Pflege leichter Wunden und der gefürchtete Wirbel von Wasser. Die Zauber verbrauchen astrale Energie und verbrauchen eine gewisse Aufladezeit. Du gewinnst etwas astrale Energie bei Beginn einer neuen Runde. Du kannst diese Aufladewerte in der astralen Energieleiste finden. Wähle den Wirbel aus, um mal zu sehen. Okay, ist ein Zonenangriff, bla bla bla. Passt gut auf den... Ja. So. Die Fähigkeit des Diebes auf Stufe 1 ist der hinterlistige Anschlag. Es ist ein Angriff, der viel Schaden anrichtet, aber das Ziel muss dir den Rücken drehen. Da es keinen Ork in Reichweite gibt, der dir den Rücken zeigt, verzögere deinen Zug und lass die anderen spielen. Vielleicht wird sich eine Möglichkeit bei der nächsten Runde ergeben. Vielleicht. Die Elfin ist ihnen ausgesetzt. Ist doch kein Deutsch. Die Elfin ist ihnen ausgesetzt. Sie ist ein zerbrechlicher Charakter. Bringe sie in Deckung mit der Magierin, um sie vor dem Bogenschützen zu schützen, der handeln wird. Okay. Die Fähigkeit der Elfen ist der elfische Abprall. Es handelt sich um eine hochentwickelte Schießtechnik, die zufällig bis zwei Ziele in einem Radius von zwei Feldern um das letzte Ziel trifft. Wähle den elfischen Abprall. Schieße auf den Ork auf dem markierten Feld und du wirst gute Chancen haben, andere Orks gleichzeitig zu treffen. Achtung! Dieser Schuss ist eine Elfenspezialität, die auch deine Gefährten treffen kann.
Ah, deswegen blinken alle. Alles klar. Los geht's. Ups. Wenn du vorhattest, unseren Gegnern zu helfen, nicht übel. Aha, Entdeckung, okay. Endlich, oder soll ich es vorlesen, wie es da steht? Endlich, ein Ork ist anfällig für deinen hinterlistigen Anschlag. Komm ihm von hinten näher. Zack, zack. Benutze deinen hinterlistigen Anschlag. Bam, bam. Jetzt beende den Kampf, wie du es für richtig hältst. Okay, wann ist denn der dran? Das dauert noch ein bisschen. Zack. Reicht das schon zum Angriff? Ciao. Also man kann also auch diagonal angreifen, das ist gut zu wissen. Das ist geschafft, ein großartiger Sieg. Vergiss nicht, deine Charaktere vor dem nächsten Kampf zu heilen und die Beute einzukassieren. Drücke auf Weiter, wenn du bereit bist. Ja, ich werde jetzt erstmal die Gruppe heilen. So, Armbänder der Sesselbauer, 7 Goldmünzen. Ich klicke wieder auf zurück. Das nenne ich mal einen Kampf. Trotzdem, diese Orks waren nicht in Kampflaune. Ich glaube, sie sind vor irgendwas geflohen. Sollten wir vielleicht besser auch tun. Ach, Schluss mit der Miesmacherei. Los, wir müssen noch den Zwerg und den Barbaren finden.